So, hallo liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Atlas Reactor Daily Ranking. Und zwar kurz bevor Season 2 startet. Das startet nämlich in 45 Minuten. Dann wird ordentlich gepatcht. Es gibt einen neuen Freelancer. Im Verlauf von Season 2 wird es auch eine neue Map geben, leider nicht direkt am Start. Alle Ranks werden resettet. Ich muss mir also neu reinspielen. Und es wird die komplette Free-to-Play-Umstellung kommen. Sprich, man kann das Spiel komplett kostenlos spielen, alle Freelancer freischalten dauerhaft durch Spielzeit. Also, falls ihr keine Lust habt, das Spiel bis jetzt zu kaufen, ab heute, beziehungsweise gestern, wenn das Video rauskommt, könnt ihr euch das Spiel angucken und habt das gleiche Erlebnis wie bei zum Beispiel Smite oder ähnlichen. Also, es ist vollkommen nutzbar, wenn euch das bis jetzt abgeschreckt habt, dass man Freelancer nur durch Kaufen des Spiels freischalten konnte. So, ich bin hier vorletzter Pick. Wenn er nichts reinmacht, kann ich mir raussuchen, was ich mache. Ich vermute mal, die ersten beiden nehmen zwei Firepower, wie immer. Helio ist gebannt, Azana ist gebannt. Einer der ersten nimmt einen Support. Das ist selten. Will ich dann vielleicht mal Celeste spielen? Das wäre vielleicht eine ganz gute Variante. Jetzt wird nicht ganz so viel AOE wie Suki, deswegen wird Suki ganz oft gepickt, weil sie extrem gute AOE hat und viel Schaden in dem Bereich auch noch. So, die haben also bis jetzt noch nicht mal einen Support gepickt. Uns fehlt der Frontliner. Frontliner will ich eigentlich nicht spielen. So, jetzt habe ich die Wahl. Werde ich Nyx nehmen oder werde ich Celeste nehmen? Ich glaube, Celeste geht halt wegen den Power-Ups den Leuten mehr auf den Sack. Ich denke, ich nehme Celeste. Dann nehmen wir auch den passenden Skin. Okay, dann haben wir ausgewählt. Ability Mods, guckt man nochmal kurz rein. Ich kann mit meinen Angriffen das Power-Piercen. Das hatte ich irgendwann mal drin, aber so kann ich sozusagen Leute treffen und das Power-Up grabben, wenn sie dahinter stehen. Genau, hier habe ich eingestellt, dass ich die Energy kriege, wenn ich es benutze und nicht, wenn es trifft, weil das nicht so häufig trifft. Und es ist halt die gleiche Energy, es ist nicht weniger oder so. Wenn ich im Smoke stehe, heile ich mich. Was halt ganz praktisch ist, wenn man dann selber da durchläuft. Hier habe ich drin 5 extra Energy und Use. Both Parties dashen selten durch die gleichen Leute. Und hier habe ich die Range erhöht, damit das ein bisschen effektiver ist. So, wen haben wir denn jetzt? Im Gegnerteam haben wir Suki. Nee, haben wir noch. Na, Suren dazu bekommen. Das ist natürlich ein starker Heiler. Verstehe nicht ganz, warum keiner Aurora gepickt hat. Hätte ich jetzt hier Support spielen müssen, hätte ich auf jeden Fall Aurora gepickt. Ich finde, die ist relativ stabil in der Performance. Auch wenn das Team nicht so richtig funktioniert, macht dieses dem immer gleich schwer, dem Gegner die Leute zu töten, finde ich. Sie hängt wenig davon ab, ob das Team sich richtig positioniert oder ähnliches. Da sie, wie gesagt, insgesamt ein ganz gut Allround-Heiler ist. So, schauen wir doch mal, was jetzt dabei rauskommt. Und wie gesagt, nochmal der Aufruf für alle, die vielleicht noch nicht reingeschaut haben in Atlas Reactor und weil sie es nicht kaufen wollten oder ähnliches. Es gab ja vorher schon die kostenlose Demo, wo man aber halt nichts freischalten konnte, so richtig. Ab heute 17 Uhr, beziehungsweise gestern 17 Uhr, wenn das Video erscheint, wie gesagt, könnt ihr das Spiel komplett free to play spielen. Es wird eine neue Ingame-Währung geben. Ich als Käufer des Spiels werde weiterhin alle Freelancer, die in Zukunft rauskommen, kostenlos bekommen. Aber man kann sich mit der Ingame-Währung wohl die Master Skins kaufen. Was halt sehr angenehm ist. Okay, er geht darüber. Dann gehe ich mal dahin. Würde jetzt vorschlagen, dass wir alle ein bisschen in die Richtung gehen. Gray? Hast du mit? Nee, Gray geht, läuft quer rüber in die andere Richtung.
ist natürlich ein bisschen schade. Ich mache mal das. Jetzt komme ich aber nicht mehr in Position. Doch, ich glaube, wenn ich mich da hinstelle, komme ich in Position, den da zu grabben, für den Fall, dass da keiner darauf geht. Moment mal, Cancel, kann ich das ein Stück weiter weg machen? Ja, kann ich, sehr gut. Da habe ich dort, wenn sich die dort dahinter verstecken wollen, habe ich es dort auch geschützt. Ich laufe nicht so wahnsinnig weiter, ich benutze nur eine Free Action, aber was soll's. Weil bis dahin wäre ich eh nicht gekommen und dutzend normalerweise. Also weiter als so kann man nicht laufen. Okay, die sind also hier. Na, guck mal, da ist doch schon jemand. Okay, und er hat direkt die Maid geklaut. Machen wir doch mal so. Muss ich mich halt hier hinstellen, die ist aber voll offen. Das ist eigentlich echt doof, weil sie wird dort stehen bleiben, wenn er dort... Ach nee, ich weiß nicht, ob er den, die Mod drauf hat, dass sie stehen bleiben muss. Roots, ja, Roots. Oh, die steht dort gar nicht mehr. Tja, dann fail ich meinen Taunt gerade richtig bitter. Watch out! I get handsy! Dass sie so weit vorgelaufen ist. Jetzt stehe ich ungünstig. Here's my payday. Da muss ich, glaube ich, mal eine Runde raus. Keine Lust da drauf. Der Fisch. Wir sind halt wieder schon komplett aufgeteilt, was richtig kacke ist. Er läuft halt jetzt Richtung Grey. Was, jetzt sind wir halt 2-2. Gaia sees more. Sleeping into something more invisible. That's what it cost me. Okay. Time to spray and spray. Your bones will splinter. Schade, dass das kein Gegner ist. Also, das ist ein Gegner, aber schade, dass das ihn nicht trifft. Ich habe einen Plan. Die wollen da halt jetzt wieder rein, okay. Hier, next turn. Oder ausweicht? Ja gut. This one's my stream of unconsciousness. You wish you ran from me. Wir fokussen halt unseren Support. Das ist echt ein bisschen kacke. Ein bisschen sehr kacke. Boah, jetzt löst das nicht mehr aus. Hat es eigentlich vorher nicht ausgelöst, wo er drin stand? Fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich kann nicht sinnvoll irgendwo hinschießen. Da. Das hat mich natürlich schön abgelenkt. In minutes remaining for a brief update. Das ist natürlich eine gute Angabe. I'm at my peak. I move with the wind. Gonna rock you and suck you. Ich hätte doch die andere Seite stellen müssen, damit ich das treffen kann. Natürlich kacke. Hätte ich nämlich hinlaufen können. Wie gesagt, sie fokussen unseren
Let that be your last mistake. Holding Support. Hey, what I do to you? Ich mach gerade nicht viel Schaden, das ärgert mich ein bisschen. Bisschen Zero. Ach komm. Das ist halt total dumm. Voilà. Child's play. Bewege ich mich mal einfach dahin, ne? Damit ich irgendwie ein bisschen in die Richtung komme. Ich vermute, er ist Öko. Prepare to be impressed. Okay. Hat er auch schön seinen Taunt gefällt. Ist sehr gut. So. Komme ich bis dahin? Ja, ich komme bis dahin. Sie kann nicht so einfach ausweichen. Das ist ganz angenehm. Ich kann gerade so rüberlaufen, dann laufe ich bitte ein. Ich greife doch an. Ist doch alles gut. Mal davon abgesehen, dass ich denke, dass sie eh ausweichen wird mit ihrem Katalyst. Triggerfinger's getting itchy. 18 Minuten? Das war echt früh. Und sie hatte halt ihre Ulti, das habe ich nicht gesehen. Das ist echt. Ja, keine gute Runde. You're it. Au, 180 Schaden. Das ist bitter. Stehe ich ja schon wieder mitten in der Mitte. Ich will nicht mitten in der Mitte stehen. Ich kann nicht ausweichen, dass er mich damit trifft. Ich weiß nicht, unser Frontliner macht irgendwie keine Frontline. Muss ich mal so sagen. Der spielt irgendwie eher sowas wie ein Pub. Der rennt hinterher und will da unbedingt töten. Oh, sie hätte gar nichts für mich gemacht. Da muss ich wieder reinkommen. Is this a tickling match? Your technique needs work. Time for a big story. Stell mich mal direkt daneben. Neben die Heilung. Ich hoffe, dass ich nicht gesehen werde. Ich denke, ich werde nicht angegriffen, weil ich war auch nie sichtbar, soweit ich weiß. Oh, don't you just love mysteries. Das ist nur zum Heilen. Okay. Interessant. Shot in the dark. 3 HP hat er ohne gehabt. Sie dürfte mich eigentlich nicht gesehen haben. Welche Mod hat sie drauf? Main Shield und Healing, da muss ich beides drauf machen. Activating Catalyst. So viel haben doch gar nicht Schaden auf sie gemacht, oder? War doch relativ viel Schild übrig. Ich heile sich aber halt relativ viel. Ach, jetzt kann der halt abhauen. Oh. Ach, Mann. Ich ist heute nicht mein Match. No need for fear. Soll der tot sein? Achso, weil er dort auf ihn schießt. Whirlpool Party! Nice!
You did that on purpose. Be wary. Ich denke, er wird ausweichen. Also ich denke, er wird seine Ulti benutzen und das ist ein Dash für ihn. Wir sollten ihn halt auf den Haufen uns stellen. Das ist richtig schlecht, dass er sich jetzt direkt daneben stellen will. Catalyst engaged. We are crushing the party. Netter Schaden. Aber wir sehen uns alles in der Ulti drin. Au. Ich wäre gar nicht drin gewesen, wenn ich nicht gedasht. Ach, verdammte Kacke. Ich sage, es ist nicht meine Runde gerade. Ich mache auch richtig wenig Schaden. 25 bis jetzt. Ich habe nichts getroffen bisher. Oh Mann. Das ist nervig. Don't sleep on the jump now. Time to make an entrance. Sie hält sich echt noch gegen. Laut und sie hat die Heilung hier oben gekriegt. Ich meine, ich habe meinen Job mit den Pickups holen. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wann er was priorisiert, ist ein bisschen problematisch für mich. Ach, jetzt laufe ich auch wieder als Einziger. Ja, guck mal an. Forgive me, Gaia. 1 gegen 2. We get the books. Auf die andere Seite, weil ich denke, dort kann ich dann unter Umständen besser wirken. The chase is on. Ich glaube, so wie ich mich dahin stelle, kann ich nicht besser wirken. Ich kann immer dazu meine. Ja, der läuft ja genau an die gleiche Stelle, also ich bleibe ich natürlich stehen. Five turns left. Stay focused. Kann ich ihn überhaupt mit meinem, kann ich mit meinem Basis-Hit treffen? Halt, ach fuck, sie macht ja jetzt einen Angriff, dann ist das nichts. Oh, da ist da kein Schutz mehr. Dass er einfach so drin stehen bleibt, eiskalt. Ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Where do you think you're going? Wallowing fear. Let's play a game of time. So, 2 zu 2. Surprise, surprise! Das Minus Remaining funktioniert irgendwie gar nicht bei euch. 4 turns left. Ich spring mal eine Runde. Don't get tripped up. Don't mind me. Mind this. Das müsste doch nächste Runde das auslösen, weil er reingedasht ist wieder.
Fusing Catalyst. Ach, ich bin so, nie so hin, dass man da drauf wirken kann. Three turns remaining. Ja, kann ich drauf wirken. Simple. Quicker than light. Wenigstens treffe ich sie aber. Ernsthaft? Sie glauben mir jedes Mal mit den Dashes die Sachen? Oh Mann. Ist das nervig. It lights out for you. Sie kann jetzt aber noch zum Verbündeten springen. Two turns remaining. Nee, kann sie nicht. Versuchen wir doch mal eine gute Ulti rauszuhauen, ne? Parfait. Refreshing. Activating Catalyst. Ja, war ich zum Glück nicht in Reichweite. Und sie wird wahrscheinlich auch ihr Ulti benutzen, so viele Leute wie hier in der Nähe stehen. Ja, macht sie. Aber nicht mehr auf mich, sondern auf die beiden da oben. Ja, sehr gut, der Weak ist geil. Aber du bist tot. Wenn du durchläufst. Being sneaky is overrated. Ich glaube, sie hat versucht, mich hier zu treffen und ich bin einen Feld weitergegangen. Was dann sehr angenehm ist. Da habe ich gerade drei Leute richtig gut erwischt. Jetzt komme ich noch zurück in den Match. One turn remaining. Too easy. Laufen wieder rum. Haben steht 2-2. Don't blink or you'll miss it. Oh, die Ulti hat's gerade entschieden, glaube ich, da Gray nicht ausweichen konnte. You can run, but you can't hide. Und er nimmt den Schuss für sie. Ja, damit haben sie gewonnen. We will punish the fool. Schade. Sind drei Leute bei den Low, aber Defeat. Hat trotzdem nicht gerecht. I so can't buy happiness. Schade. Yes, it can. Again. Mein Anfang war halt viel zu schwach, ey. Und dass die Gegner mir immer die Power-Ups geklaut haben, ernsthaft mit den Jumps. Ärgert mich. Ärgert mich richtig. Da hätte ich nicht Celeste nehmen brauchen dafür. Practice. So many pockets to pick. Ja gut, so Ranked ist schon disabled. Wie gesagt, wird gleich gepatcht 2 Stunden lang. In diesem Sinne, schaut doch nochmal in Atlas Reactor rein und bis morgen.